der Verwendung hochwertiger GFK-Bootsbaumaterialien und einer sehr guten Verarbeitung ist es wohl zu verdanken, dass unsere Kandidatin auch ohne Osmoseschutz substanziell so gut dasteht. Um jedoch auf Nummer sicher zu gehen, wird noch eine Osmose-Früherkennung durchgeführt. Hier ist die UV-Lichtprobe noch ein schönes Tool, um den Untergrund zu prüfen, ob wir irgendwo Osmosenester, die ja im ganz kleinen mikroskopischen Bereich anfangen, schon hinterm Gelkot sitzen, auch wenn es noch keine Blasenbildung gegeben hat, aber sich durch das UV-Licht abzeichnen auf dem Gelkot. Aber in diesem Falle sind wir guter Dinge, dass wir hier wie geplant vorgehen können. War's das mit der aufwendigen Bestandsaufnahme? Nein, denn es geht immer noch einen Schritt weiter. Jetzt wollen wir noch eine Strahlprobe durchführen. Das heißt, wir prüfen hier partiell Bereiche mit unserem Sandstrahlgerät. Das heißt, wir legen die Oberfläche frei. Das gibt uns einfach auch schon mal eine gute Referenzfläche, was wir beim restlichen Rumpf zu erwarten haben. Hier gehen wir als erstes auf die neuralgischen Stellen eines Bootes, also zum Beispiel die Vorderkante Kiel, dass wir gucken können, ob Grundberührungen zum Beispiel vorliegen. Und wir wollen im Rahmen der Strahlarbeiten oder im Rahmen einer Strahlprobe auch einmal nochmal den Untergrund testen. Deswegen, jetzt gucken wir einmal genau nach. Spätestens jetzt beginnt, was den Profis vorbehalten ist. Das Strahlen ist die Schlüsseltechnologie. Mit ihrer Hilfe kann im schonenden Rotoblastverfahren das Gelkot zur Begutachtung freigelegt werden. In diesem Fall sehen wir ganz klar das freigelegte weiße Gelkot. Hier ist natürlich so der letzte Primer, was wir schon festgestellt haben. Und da das Gelkot ist wie ein Schweizer Käse, wenn man die äußerste Schicht anstrahlt, öffnen sich mehr oder weniger Poren. Das heißt, dieses Boot hat eine Menge Lufteinschlüsse im Gelkot. Das sind diese kleinen schwarzen Punkte sind Luftblasen, baubedingte Hohlräume im Gelkot. Das ist jetzt noch in Ordnung, müssen natürlich alle verspachtelt werden. Wir werden diesem Kunden vorschlagen, dass wir das Boot etwas härter durchstrahlen, dass wir mit Absicht so viele wie möglich von diesen Hohlräumen öffnen, weil das Schiff ja keinen ausreichenden Osmoseschutz hatte und die osmotischen Zersetzungsprozesse ja im mikroskopischen Bereich beginnen. Deswegen werden wir hier vorschlagen, einmal hart durchzustrahlen, ihn komplett mit Epoxy abzuspachteln und dann wollen wir ihn beschichten. Beim Rumpf also keine bösen Überraschungen. Und beim Kiel? Dieser Übergangsbereich Kiel-Rumpf ist besonders betroffen, wenn zum Beispiel Grundberührung anliegt, dann dreht sich ja der Kiel quasi vorne, geht er raus und hinten drückt er sich in den Rumpf rein. Deswegen, wenn wir einen GFK-Schaden am Kiel haben, gucken wir immer standardmäßig nach, dann würde sich das in der Regel in diesem Bereich abzeichnen. Auch wollen wir einmal sehen, wie der Kiel von der Substanz ist. In diesem Falle ist alles in Ordnung. Wir haben auch keinen Schaden festgestellt. Aber auch in diesem Bereich sind sehr viele baubedingte Hohlräume, die geöffnet sind. Deswegen, hier werden wir ein bisschen was am Untergrund machen müssen. Aber ansonsten gebe ich diesem Kandidaten ein positives Zeugnis. Jetzt folgt das Freilegen des Gelkots im Rotoblast-Strahlverfahren. Direkt nach dem Strahlen des Kiels wird er mit Epoxid manuell geprimert, um Flugrost keine Chance zu geben. Ist das Gelkot freigelegt, wird das Boot 12 Stunden bei bis zu 40 Grad Celsius thermisch getrocknet. Der Profi spricht dabei von Tempern. So kann die Laminatfeuchte reduziert werden. Vor den weiteren Arbeiten erfolgt eine finale, gewissenhafte Untersuchung des gesamten Unterwasserschiffs mittels Streiflicht. Besonders die bootsbaukritischen Bereiche, die mechanisch belasteten Lagerbock-Auflageflächen oder die Kielkonstruktion werden auf gegebenenfalls vorhandene Beschädigungen überprüft. Meist besichtigen Eigner und Projektleiter den Rumpf gemeinsam. Gibt es grünes Licht, ist die Yacht bereit für den Neuaufbau. Wir haben den Rumpf verspachtelt und geschliffen. Wir haben den Kiel gespachtelt und verschliffen und jetzt ist das Boot vorbereitet zur Neubeschichtung. Wir wollen also den Bootsrumpf vor eindringender Feuchtigkeit schützen, das GFK vor Osmose und den Kiel vor Korrosion. Das Ruderblatt ist mittlerweile aufwendig saniert worden. Hier war es notwendig, eine Kernreparatur durchzuführen. Das heißt, wir haben den Schaumkern durch einen Epoxy-Schaum ersetzt, das Ganze selbsttragend überlaminiert und jetzt soll das Ruderblatt genauso wie der Rumpf mit Epoxy und ATV-Link beschichtet werden.